The man who never alters his opinions is like standing water and breeds reptiles of the mind. Jedoch erhob ich mich und suchte nach der Mühle. Und als dort fand ich meinen Engel. Wie konntest du entkommen? Alles, was wir gewahrten, war deiner Metaphysik geschuldet. Als du fortgerannt, fand ich mich an einem Ufer bei Mondenschein wieder, einem Harfenspieler lauschend. Da wir nun mein ewiges Los sahen, soll ich dir das Deine zeigen? Der Engel verlachte mein Angebot. Ich aber mit aller Macht umklammerte ihn jählings mit meinen Armen und flog westwärts durch die Nacht, bis wir über den Erdschatten uns erhoben hatten. Dann katapultierte ich mich mit ihm geradwegs in den Sonnenkörper hinein. Hier kleidete ich mich ganz in Weiß und nahm Swedenborgs Bändel zur Hand, versank aus dem herrlichen Gefilde und passierte die Planeten alle, bis wir den Saturn erreichten. Hier hielt ich zur Erholung inne und sprang in die Leere dann zwischen Saturn und den Fixsternen. Hier ist dein Los, in diesem Raum, wenn dies Raum genannt werden kann. Alsbald schauten wir den Stall und die Kirche, und ich führte ihn an den Altar und öffnete die Bibel. Und siehe, es war eine tiefe Grube, in die ich hinabschritt, vor mir her den Engel treibend. Alsbald erblickten wir 7 Ziegelsteinhäuser. Wir betraten eines. Innen war eine Horde von Affen, Pavianen und dergleichen Art Genossen. Angekettet in des Hauses Mitte, grinsend und nacheinander grapschend, jedoch zurückgehalten durch die Kürze ihrer Ketten. Gleich viel, ich sah, dass ihre Anzahl zuweilen wuchs und alsdann die Schwachen gefangen wurden von den Starken und mit einer grinsenden Visage, einander zuerst begattend und hernachfressend, indem zuerst eine Extremität herausgerissen ward und hernach eine andere, bis der Körper als ein hilfloser Rumpf übrig blieb. Diesen, nachdem er mit scheinbarer Zuneigung angegrinst und geküsst ward, fraßen sie auch. Und hier und da sah ich einen genüsslich das Fleisch von seinem eigenen Schwanz abnagen. Als uns beide der Gestank abscheulichst plagte, gingen wir in die Mühle, und in meiner Hand brachte ich das Skelett eines Leichnams mit, welches sich in der Mühle als des Aristoteles Analytiken offenbart. Deine Fantasie hat sich mir aufgezwungen, und du solltest dich schämen. Schämen! Wir zwangen sie einer dem anderen auf, und es ist bloß verlorene Zeit, sich mit jemandem zu unterhalten, dessen Werke nur aus Analytiken bestehen. 1, 2, 3, 4,
Widerspruch ist wahre Freundschaft. Dieser Engel. Wie ich in einer merkwürdigen Eingebung sah, führte ein Streitgespräch mit einem Teufel, der gehüllt in eine Feuerflamme war. Gott verehren heißt, ehre seine Gaben in anderen Menschen, jeden entsprechend seines Geistes und liebe die größten Menschen am meisten. Jene, die große Menschen beneiden oder beleidigen, scheuen Gott, denn einen anderen Gott gibt es im Tod. Götzendiener, ist Gott nicht der eine? Und ist er nicht offenbar in Jesus Christus? Und hat nicht Jesus Christus das Gesetz der 10 Gebote für gut geheißen? Und sind nicht alle anderen Menschen Toren und Sünder und niemanden? Hm? Zerstampfe einen Narren in einem Mörser mit Weizen. Seine Narretei wird dennoch nicht aus ihm herausgedroschen werden. Wenn Jesus Christus der größte Mensch ist, solltest du ihn im höchsten Maße lieben. Höre, wie er das Gesetz der 10 Gebote für gut geheißen hat. Setzte er sich über den Sabbat nicht hinweg und also über den Gott des Sabbats? Tötete jene, die um seinetwillen getötet wurden. Kehrte er